Guck mal, Schatz. Hallo, guten Tag. Huhu. Grüß euch. Es ist der 20.03.2023, ungefähr 15 Uhr. Und um die 8 Grad. Ja, und jetzt kaum, dass wir hier einen Schritt auf den Bürgersteig gesetzt haben. Kommt die Sonne raus. Yes. Machen wir mal einen kleinen Lauf durch den Ort, obwohl wir glauben, dass es nicht viel zu sehen gibt. Es ist Montag. Ja. Ja, gehen wir mal. Wollen wir? So, Montag ist ja immer so ein ganz beliebter Tag in der Gastronomie, wo alles geschlossen ist, weil man nicht weiß, was am Sonntag alles gegessen wird. Ja, und dann muss man Montag erstmal nachkaufen, nachproduzieren, ne? Papierkram erledigen und alles sowas. Genau, Papierkram erledigen. Übers Wochenende wurde auch eine Menge Papierkram bewegt. Ja, in der Tat. In der Schweiz. Ja. Das muss eine hammerharte Geschichte gewesen sein. Das ist die Nächte durchgegangen. Ja, die UBS, die größte Bank von der Schweiz, wie ihr gehört habt, hat die Credit Suisse, einer der bekanntesten Banken auf der Welt, geschluckt. Zu einem, wie ich doch meine, sehr attraktiven Preis. Mhm. Und der Kurs stand, glaube ich, vorher von der Credit Suisse auf 1,70, so ungefähr. 1,78. Aha. Und es war... Zu welchem Preis haben die gekauft? Ja, das war... Zu Anfang haben sie geboten 1 Milliarde. 1 Milliarde Franken. Das war ein Fünftel, richtig? Ja. Dann kam dann gegen Abend in den Nachrichten... Also um die 20 Cent. Ja, dann kam in die Nachrichten... hörte man damit 2 Milliarden und dann dachte ich mir, ist da ein Druckfehler? Hat sich da jemand verlesen irgendwie bei den Zahlen? Die werden hin und her verhandelt haben. Ja, ja. Und dann, last but not least, kam dann spät, also irgendwie um Abend herum, kam es dann, dass sie dann verkauft wurde für 3 Milliarden Franken. Und naja, wenn du verhandelst, setzt du natürlich erstmal ganz tief an, ist doch klar. Na ja, natürlich, ja. Naja, also man hat ja versucht, dieses große... Warte, lass mal hier gucken. Dieses Sterben von Banken und was auch immer alles aufzuhalten. Aber heute, Montag... Die UBA. UBA? UBS. UBS. Die hat die Credit Suisse ja aufgekauft und war der Meinung, dass sie es abpuffern könnten. Ja. Und haben nur die Vorteile, aber nicht die Nachteile gekauft. Ja, die Schweizerische Nationalbank hat ja auch noch da reingebuttert vom Feinsten. Mhm. Die hat ja alleine... 50 Milliarden. 100? Nee, 50 pro Bank. Das ist nämlich das Äußerste. Ja, 50, genau. Und dann nochmal für irgendwelche Strafgelder und sowas irgendwie, was da noch anfallen könnten an Gebühren, dann nochmal 9 Milliarden. Ja. Ja, das hat man natürlich bei uns auf dem Aktienmarkt auch gemerkt. Commerzbank kurzzeitig 10% weniger wert. Mhm. Ja. Also übers Wochenende, wo man nicht handeln konnte. Wenn man sich jetzt mal die Kurse anguckt, sind die Kurse gefallen. Obwohl ja übers Wochenende der Handel ausgesetzt war. Heute Morgen noch mal so ein kleiner Anstieg, aber dann auch wieder abwärts. Ja. Und das mit Credit Suisse, das war schon ein Weilchen absehbar. Die Leute, die da ihr Geld liegen hatten, die haben insgesamt 10 Milliarden Euro abgezogen pro Tag. Ja, ja, pro Tag. Pro Tag. Das verdaut keine Bank auf Dauer. Das kannst du mal machen, aber nicht auf Dauer. Mhm. So, Minigolfplatz geöffnet. Die Kinder haben ihren Spaß. Ja. Und das ist ja auch hübsch hier mit dem Feuer, ne? Ja. Licht lockt Leute. Das sind die 3 Ls der Gastronomie, die 3 Erfolgs-Ls. Also jedenfalls die Credit Suisse ist gewaltig abgestürzt. Die hat heute Morgen, ich habe mal den Kurs heute Morgen angeguckt, da stand die Aktie auf 69 Cent. Wie Backe. Ja, oh Backe, hallo. Und dann habe ich mir mal die, hallo, UBS angeguckt. Ja, die ist auch nicht berauschend. Richtig, aus, ne? Die haben etwa nicht hochgezogen, obwohl sie ja nur die Vorteile übernommen haben, sondern dieses gesamte Vertrauen in die Banken ist erschüttert. Und wenn du glaubst, du hast diese Einlagensicherheit von 100.000 Euro, das stimmt nicht mehr. Nee, da haben wir ja schon drüber berichtet. Genau. Ja. Du kannst dich noch auf 0,6% deines Geldes verlassen. Ja. Aber wie du es bekommst, ist natürlich eine andere Sache. Der Staat hilft ja nicht der Bank, der Staat hilft den Anlegern. Ja, die Bank soll aber die Ausschüttung ja vornehmen dann. Ja.
tja, muss man mal gucken, wie das wird. Jedenfalls habe ich mir dann auch alle möglichen anderen Banken angeguckt und es hat die alle erwischt. Bis auf? Eine. Rate? Aha. Naja, eine weiß ich nicht, aber in jedem Fall Bank of China. Ja. Weißt du, was die Chinesen machen? Nee. Das sind ja pfiffige Leute, ne? Hm. Die handeln immer so, dass sie in die Vergangenheit reingucken. Denn alles hat es schon mal gegeben. Und diese gucken sich an verschiedene Modelle, wie jeweils reagiert wurde. Und das, was am erfolgreichsten war, das setzen die dann selber auch um. Und bauen sozusagen, so eine Konstellation nur aus diesen Erfolgsmomenten der Vergangenheit. Ja, und so sind die eigentlich immer auf der Gewinnerseite. Ja, vorhin kam was Interessantes, weil du das gerade sagtest. Die haben den Lehman, wie er heißt, Lehman. Den Chef von der Credit Suisse, hatten sie kurz interviewt. Und er sagte sinngemäß, man müsse jetzt in die Zukunft schauen. Ja, und das wurde natürlich auch gleich kommentiert. Kann ich dir sagen. Man müsse erst einmal die Vergangenheit aufarbeiten, was da für Fehler gemacht wurden, bevor man in die Zukunft guckt. Also, ich komme mal zurück auf Alois Oehlmeier. Es wäre durchaus sinnvoll, ihr guckt euch das mal an. Das ist ein Seher. Und der hatte die höchste Trefferquote von allen. In seinen ganzen Sachen, was er so gesagt hatte, hat er auch von dem Bankencrash gesprochen und hat gesagt, erst fallen die Banken oder erst krachen die Banken. Ich glaube, das war der Ausdruck. Und dann kommt der Hunger und danach kommt der Krieg. Also mit dem Hunger, das ist nicht so, bei uns jedenfalls nicht so ganz wortwörtlich zu nehmen. Gemeint sind damit dann Pleiten, ne? Ja. Insolvenzen. Wenn plötzlich überall gelbe Briefe aufkreuzen, Gerichtsvollzieher aktiv werden, du siehst sie überall in der Gegend rumlaufen, dann weißt du schon Bescheid, das sind Alarmzeichen. Ne? Zu viel gegessen hat bitte? Ich sag's dir. Ich habe alles gegeben, als wäre es das letzte Mal. Genau. Ja. Ich esse nie wieder etwas. Jetzt hat sich meine Lunge verkleinert dadurch. Ja. Also, ja, ich denke, dass da so eine Armutswelle auf uns zurollt. Ich habe auch in die Insolvenzverzeichnisse geguckt in der letzten Zeit immer mal und bin erschüttert über diese Massen an Meldungen. Und das wird viel mehr. Lass uns heute mal hier lang gehen. Ich sage dir, das wird noch viel mehr. Ja, natürlich. Das mit den Banken, das ist ein Dominoeffekt. Ja, irgendwo muss es ja anfangen. Und die Leute haben kein Vertrauen mehr. Und die viel Geld haben, die haben jetzt richtig ein Problem, ne? Ja. Die überlegen, wohin denn mit dem ganzen Geld? An der Bank ist es nicht mehr sicher. Und das Kopfkissen. Ja, die Wertspeicher, ich meine, du kannst, wenn du Kunstgegenstände hast, das ist ja schön, aber es ist nicht, wie schnell kriegst du das liquide? Mhm. Immobilien sind keine Wertgegenstände mehr, die Banken zum Beispiel. Da kannst du Kredite nicht mehr absichern mit einem Fahrzeugbrief oder mit einer Immobilie. Hm. Zumal, wenn jetzt diese Klimaneutralität kommt, was alles in die Gebäude zu investieren ist, das ist für machbar. Viele ist das gar nicht machbar. Die verlieren dann ihr Haus über dem Kopf. Also das sind keine Werte mehr. Und die Millionäre, die wir hier noch haben, davon sind 90% Immobilienmillionäre, die sind fertig. Ja. Ja. Wenn du so jemanden hörst wie Gerald Hörhahn, der verkauft eigentlich nur noch seine Seminare, aber dieses mega pfiffige Kerlchen, kannst du mal, Entschuldigung, das ist, also ich habe äußersten Respekt vor dem Mann, aber ich möchte nicht in der Haut stecken von diesen Immobilienleuten. Ja, wenn man immer im Fernsehen auch sieht oder auch in den Nachrichten oder auch wenn man mal runterguckt nach Goslar Altstadt, wie soll denn das eigentlich mit der Klimaneutralität, mit dem Umbau von Fachwerkhäusern funktionieren? Ja, Innenstädte aus Fachwerk. Ja, mit den ganzen alten Sachen. Das ist meines Erachtens nicht durchführbar.
da kann man keine Wärmepumpe ansetzen. Da kann man, darf man auch keine Photovoltaik aufs Dach klatschen. Das geht ja schon los. Wenn die da, die dürfen nur bestimmte, wenn das jetzt unter Denkmalschutz steht, was zum Beispiel auch hier in Goslar unten in der Altstadt der Fall ist, da muss man auch genau die richtige Dachpfanne, die richtige Farbe haben. Ja, und dann soll da oben eine Photovoltaik unter Umständen drauf? Geht doch nicht. Und das ist nicht durchführbar. Absolut nicht durchführbar. Kommen wir nochmal zu Ölmeier, der gesagt hat, erst die Banken, gehen sie alle pleite, dann kommt der Hunger und dann kommt der Krieg. Also das, was jetzt zwischen Ukraine und Russland der Fall ist, ja, das war doch eigentlich absehbar für Herrn Putin, wie der Verlauf so sein würde. Doch, ich denke, das konnte man sich von allen 10 Fingern abzählen. Und ich würde mich überhaupt nicht wundern, wenn es Herrn Putin überhaupt nicht um die Ukraine ging oder geht, sondern dass der einfach dieses Land benutzt, damit sich die NATO und die anderen Länder eben genau an diesem, an diesem Schauplatz verausgaben. Die haben nachher, Deutschland hat nicht mehr genügend Material, um sich selber zu schützen. Wir holen ja alles raus, was wir haben und verschenken es in die Ukraine. Und wenn es dann nämlich hier rund geht, können wir uns nicht mehr helfen. Und dann kannst du Deutschland, zum Beispiel Deutschland, aber Österreich auch oder so, könntest du ziemlich heile übernehmen. Da bräuchtest du gar nicht viel Munition einsetzen. Also weil du gerade sagst Munition, die haben vorhin erzählt im Radio, also die Fertigung, ich weiß jetzt nicht, ob das in Deutschland oder Europa, gehen wir jetzt mal von Europa aus, schaffen wir pro Jahr von diesen Granaten, 105 mm oder was das waren, 300.000 Stück zu fertigen. Pro Jahr, 300.000. Die Ukraine benötigt aber hochgerechnet 1 Million. So, also gut das Dreifache. So, was will man jetzt machen? Man will jetzt aus den vereinten EU-Staaten, will man aus den Depots Munition abziehen, um das darüber zu schicken, dass die dann da drüben ballern können weiter. Dann irgendwann ist natürlich das Fass leer. Ja, heißt, keine Munition mehr, kannst du Finger heben. Und wenn wir uns nicht mehr schützen können, wenn ihm klar ist, die NATO kann gar nicht mehr so viel ausrichten, dann geht's rund. Und was ich ja auch komisch finde, dieser Kim Jong-un, der ja die ganze Zeit da mit Atomwaffen rumspielt und sich perfektioniert, sich sozusagen vorbereitet auf einen Krieg, wieso eigentlich, ja? Der hat jetzt 800.000 Freiwillige, ja. Freiwillige, ja? Ja, freiwillig. Also noch gar nicht seine eigentlichen Soldaten. Ja. Die hat er jetzt aktiviert und die sitzen alle im Startloch. Ja. Aber was ist denn mit seinen eigenen eigentlichen Soldaten? Die hat er ja noch gar nicht aktiviert. Nur die anderen. Und sag mal, erinnere mich mal bitte. Herr Putin, als er den Krieg angefangen hat und bis heute, da hat er doch angefangen mit Leuten, die gerade eingezogen worden waren. Ja. Und die, also es kann sein, dass ich irgendwo einen Fehler mache, dann korrigier mich mal. Ja, und die hat er dann an die Front gesetzt und die glaubten, die machen jetzt eine Ausbildung und fanden sich plötzlich im Ernstfall wieder. Ja, ich sagte noch, wie man so schön sagt, Kanonenfutter. Ja, aber er hat doch nur solche Leute geholt im Grunde, die gar nicht sein direktes, seine Stammsoldaten, die hat er doch noch gar nicht rausgeholt, oder? Doch, hatte er. Ja? Hat er auch. Und er hat ja dazu auch noch so Söldnergruppen. Ja, aber das ist ja wieder ein Extra, das ist ja was anderes. Aber sein eigentliches Militär. Doch, hatte er. Hat er schon? Hatte er, ja. Ja, hatte er raus. Er hat das zusätzlich. Also, würde mich nicht wundern, wenn er erstmal wartet auf große Defekte. Das heißt, Bankenkrachen, Insolvenzen noch und nöcher. Dass die Armut hier überall einkehrt und dann geht's rund, dann versucht er sich den Westen einzuverleiben. Auf einen Schlag. Der hat auch in Ölmeier hat gesagt, wenn das losgeht mit dem Krieg im Westen, das geht in einer solchen Geschwindigkeit, ich zitiere mal, wie du es nicht schaffst, ein Brot vom Auto ins Haus zu bringen. Das muss ja so eine Bombe sein, die sich so richtig gelohnt hat dann. Ja, also
ich sage mal, Putin hat viele Fehler gemacht, das haben sie ja schon oft gesagt, unter anderem auch, ihm fehlt der Manpower, ihm fehlt auch Material, definitiv. Weißt du das? Der bereitet sich seit Jahrzehnten vor. Ja, aber er hat das... Vielleicht hat er ja eins, noch so ein Lager liegen, was er nur noch nicht angefasst hat. Er hat eins unterschätzt. Er hatte eigentlich gedacht, die Ukraine, die kann er innerhalb von ein paar Wochen übernehmen. Als der Krieg losging, dann wurde im Fernsehen gezeigt, als die Ukraine mobilisiert wurde, mit was für Gewehren, mit was für Art von Kriegswaffen, die in den Krieg gezogen sind. Da hat man das Gefühl gehabt, das kam aus dem Ersten Weltkrieg, so eine Piffen. Ja? Aber er hat einfach nicht daran gedacht, dass der Westen, ja, die NATO und Co. so zu der Ukraine halten und die so ausstaffieren. Heißt es. Ja, so. Das weißt du ja gar nicht. Der Mann, der ist so in sich verschlossen. Du weißt gar nicht genau, was da los ist. Er kontaktiert auch keinen engen Vertrauten. Aber es gab Pläne schon vor Jahren und es gab auch Überläufer, die von Russland in anderen Ländern gelandet sind und die dann gesagt haben, wir wollen mit der Presse sprechen und gesagt haben, es liegen ganz konkret Pläne vor, wie ein Krieg in beispielsweise Deutschland vonstatten gehen soll. Süddeutschland zum Beispiel trifft es. Es gibt sogar ganz genaue Routen, wie sie laufen werden. Kann man sich im Internet angucken. Ja. Hallo. Kannst du dir alles angucken? Ja, ja. Letztens kam ja schon wieder so ein Modell hoch. Was war das? Die Moldau? Ja, an der ist er interessiert. Ja, da hatten die schon irgendwelche Kriegsszenarien berechnet und geplant. Ach nein, in den Schreibtischen kursiert viel. Also jedenfalls, die Sache bleibt total undurchschaubar. Kannst du sagen, jetzt haben wir ja den hohen Besuch aus China in Russland. In Russland. Ja. Aber die sind nicht da, um den Krieg mit der Ukraine zu beenden. Nö, also, irgendwas anderes haben die da vor. Ja, sie wollen wahrscheinlich ihre Handelsabkommen vertiefen, weil Russland ja sehr stark von China abhängig ist. Ja klar, kaufen das Gas und verkaufen es uns dann. Ja. Ach, wusstest du eigentlich auch, dass das Gas nach wie vor von Russland nach Europa teilweise reinfließt? Mhm. Und weißt du, wodurch? Mhm. Über die Schweiz. Ja, cool, vielen Dank. Ja. Das ist doch solidarisch. Ja. Ja, es bleibt spannend. Mhm. Wie viele Enten haben wir denn? 1, 2, 3? Ja, die machen noch Mittagsschlaf. Ja, die haben sich aufgeteilt, hoffe ich. Ja. Wollen wir wieder rein? Genau. Macht's gut. Jo, tschüss. Tschüss.